So, wir müssen mal, was machen wir denn jetzt? Ich weiß es gar nicht. Wollen wir jetzt Jack runtergehen? Nee, ich glaube nicht, ne? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Das dachte ich mir fast. Gut, schauen wir mal, was wir haben. Ein Geschenk aus Wurten. Von Konsortin Shaira. Commander, ich hatte schon befürchtet, mein Geschenk aus Wurten habe Unrecht gehabt. Eine peinliche Vorstellung. Doch nun teilen mir meine Kontakte mit, dass Sie überlebt haben. Mit Freuden höre ich, dass Ihre Reise weitergeht, obgleich ich spüre, dass Sie einer noch tieferen Dunkelheit entgegenstreben. Beim Kampf gegen Saren wurden nur Sie geprüft, aber nun geht es um mehr als Ihre eigene Stärke. Unternehmen Sie alles, damit die Streiter an Ihrer Seite mit klarem Geist und freiem Herzen kämpfen. Machen Sie es gut, Konsortin Shaira. Und kümmern Sie sich um Garrus von Nala Butler. Commander Shepard, mein Ehemann gehörte zu Garrus Team. Ich weiß nicht, wie viel Ihnen Garrus erzählt hat. Ich kenne selbst keine Einzelheiten. Ich weiß nur, dass mein Mann in einer Falle dieser verräterischen Gangs gestorben ist. Und ich weiß, dass Garrus sich die Schuld daran gibt. Für ihn war jeder Schuss auf seine Einheit ein persönlicher Fehler. Als er mir vom Tod meines Mannes berichtet hat, war mir klar, dass er sich für den Schuldigen hält. Mein Mann hätte das nie gewollt. Er war stolz auf seine Arbeit in Garrus Einheit. Er nahm den Gangs Omega wieder ab. Er ist ehrenvoll im Kampf gefallen. Ich vermisse ihn und würde alles dafür geben, ihn zurückzuholen. Aber was auch geschehen ist, es war nicht Garrus Schuld. Sie sind jetzt sein Commander. Sorgen Sie, falls möglich, dafür, dass er sich nicht länger selbst die Schuld gibt. Und erzählen Sie ihm bitte nichts von dieser Nachricht. Danke. Nala Butler. Ja, nein, wir werden ihm nichts davon erzählen und natürlich werden wir uns um Garrus kümmern. Was denkst du denn, Mädchen? Jacks Tätowierungen sind wunderschön. Bestimmt genauso bunt wie ihre Vergangenheit. Allerdings macht mir ihr Temperament Sorgen. Gibt's eigentlich auch irgendwas, das Kelly nicht wunderschön findet? Sie haben Sorgen wegen Jack? Sie wird im Einsatz absolut verlässlich sein, aber ihre Einstellung lässt auf tiefgreifende persönliche Probleme schließen. Sie stößt andere zurück, geht aber freimütig mit Sexualität um. Ich glaube, sie versteht selbst nicht, warum sie so handelt. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie ihnen Avancen macht, aber falls sie ihren Respekt wollen, sollten sie sich das gut überlegen. Ich werde mein Bestes tun, um sie nicht zu verärgern. Warnen Sie mich, falls Sie versagen, damit ich mich rechtzeitig verstecken kann. Wie auch immer. Was gibt's? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Okay, hier sind bloß die normalen Sachen. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Mache ich jetzt noch eins? Ich weiß es gar nicht. Der Kroganer wäre ja jetzt dran, ne? Eigentlich könnten wir das noch machen, glaube ich. Ja, warum nicht? Dann machen wir jetzt noch eine Rekrutierung und danach mache ich dann Schluss. Ich glaube, ja, jetzt ist bloß noch der Kroganer. Danach mache ich dann erstmal Schluss für diese Aufnahmesession. Ich denke mal, wenn wir den Kroganer rekrutiert haben, dann wird auch ein Fortschritt in der Gesamtgeschichte erreicht werden. Und wenn wir dann beim nächsten Mal weitermachen, glaube ich, werden wir uns erstmal ein paar Nebenmissionen widmen. Ich weiß es noch nicht genau. Mal schauen. Aber erstmal gehen wir nach Corlys und schauen wir, dass wir den Kroganer rekrutieren. Ein Mitglied des Citadel-Rats hat Corlys zu Beginn dieses Jahrhunderts als Müllschiff mit Klima bezeichnet und seitdem versucht das Fremdenverkehrsamt von Corlys, schön, dass sie sowas haben, das Image seines Planeten zu verbessern. Bisher hat es nicht geklappt. Trotz des Slogans Corlys, Recyclingzentrum der Galaxie, sorgen Korruptionsskandale und erschreckend viele Morde dafür, dass sich am schlechten Ruf wohl so schnell nichts ändern wird. Corlys Hauptgeschäft ist das Zerlegen von ausgemusterten oder schwer beschädigten Raumschiffen in ihre Einzelteile. Dieser Prozess ist zwar seit der Erfindung von Universalgeld um einiges sauberer geworden, aber er produziert nach wie vor große Mengen an Smog, der den Himmel von Corlys verdüstert. Und vor allem liegen in den Häfen Megatonnen von Schrott herum. Eine schäbige Tourismusindustrie und eine Unterschicht mit Plünderermentalität runden das Bild städtischen Verfalls ab. Hinweis für Reisende: Corlys nimmt in der Anzahl der Morde pro Kopf den zweiten Platz in den Terminus-Systemen ein. Zivile Reisende sollten vor einem Besuch professionelle Sicherheitsleute einstellen. Population 3,8 Milliarden geschätzt. Gründung der Kolonie 1781 CE und die Hauptstadt Chocobo umstritten. Wunderbar. Also ein Planet voller Schwierigkeiten und voller Morde. Wunderbar, genau dort wollen wir hin. Das ist doch ein Traum. Auf geht's. Und dort fühlt sich ein Kroganer natürlich wohl. Wen wundert das denn?
Ich habe ja schon mal erwähnt, Rex wird nicht mehr unserem Team angehören. Das heißt, dieser Kroganer ist nicht Rex. Auch wenn wir schon ein schönes Wiedersehen hatten bei den Rekrutierungen mit Garrus. Aber in diesem Fall ist das leider nicht so. Der Kroganer ist nicht Rex. Und ich schau mal ganz kurz, wir haben noch lustige Kostüme, ne? Gut, bei ihr haben wir bloß das. Ne, ansonsten nicht. Ich dachte eigentlich, wir hätten noch Wechselkostüme auch für andere Charaktere. Aber gut, hier die Info der Warlord, Dr. O'Keefe. Das hätte ich vorhin auch bei Jack mal machen können. Jahrtausende lange Erfahrung, okay? In Kampf und Strategie, angeblich vertraut mit Kollektorentechnologie. O'Keefe, ein brillanter und brutaler kroganischer Warlord und Veteran der kroganischen Rebellionen, ist davon besessen, die Kroganer von der Genophage zu befreien. Er hält sich zurzeit in einem Lager der Blue Suns auf Corlys auf. Schon wieder die Blue Suns, warum immer die Blue Suns, ich weiß es nicht. Und ich muss sagen, mein Team gerade eben hat ziemlich gut funktioniert, deswegen möchte ich wieder Mordin und Garrus mitnehmen. Ich glaube, das Team könnte mir auch generell ziemlich gut gefallen, auf Dauer. So, legen wir mal los. Es gab wieder Punkte für uns und wir können mal wieder ein bisschen was verteilen. Wir könnten auf Biotikmeisterschaft gehen, natürlich, aber ich glaube, ich gehe eher mal auf Werfen, weil ich das hauptsächlich benutze. Das ist halt ein schneller Angriff und wenn der stark ist noch dazu, kann das schon nützlich sein. Ich sollte auch den Warp nicht außer Acht lassen. Das sind eigentlich meine beiden Hauptangriffe. Die Singularität setze ich eigentlich nur ein, wenn viele auf einem Haufen sind, die ich mal kurz aufhalten muss. Ansonsten eigentlich nicht weiter. So, Mordin kann immer noch nichts. Und Garrus kann immer noch nichts. Okay, dann könnten wir eigentlich loslegen. Ja, auf geht's. Sieht ein bisschen schrottig aus hier. Keine Ahnung, ob O'Keefe freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Lautsprecher. Da ist wohl jemand sehr von seiner eigenen Stimme angetan. Konzentriert bleiben. Wir suchen einen Kroganer-Warlord. Ich finde, das klang sehr nach Propaganda-Zeug, oder? So, mich würde es nicht wundern, wenn hier gleich mal jemand kommt, aber es sieht doch nicht so aus. Angeheuert zu werden ist nur der Anfang. Sie alle müssen sich ihren Platz in der Armee erst verdienen. Ist das ja vielleicht ein Ausbildungszentrum für Blue Suns? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, also... So genau habe ich das nicht mehr im Kopf. Für den Kampf ausgerüstet. Ah! Oh, guten Tag! Okay, hier wäre zum Beispiel jetzt mal die Singularität vielleicht nicht schlecht. Wobei die, glaube ich, nicht nah genug beieinander stehen. Brennbar oder nicht brennbar? Das ist jede Frage. Ist aber auch egal. Ich mag Mordin. Mordin ist toll. Gut. Bisschen vorstoßen. Bam! Überraschung. So, das wär's für die. Keiner mit ein bisschen Muni hier, das ist ja schade. Na gut. Weiter geht's und davon liegt ein verwundeter Söldner rum. Vielleicht weiß der was. Scheiße! Scheiße! Es hört nicht auf zu bluten! Ich werde... Mistkerl! Sieht gar nicht so schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medigel. Aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Sie... Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jedoa hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Das ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jedor will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen. Verstanden? Patrouille? Die letzte Gruppe hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Jedor gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Das ist auch keine große Wahl, muss ich sagen. Haben Sie O'Keefe gesehen? Weiß er über all das Bescheid? Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Kroganer rauskommen. Ich habe Hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Was hat Jedor mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich.
Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee von denen antreten zu müssen. Aber sie kann sie nicht kontrollieren. Sie sollten eigentlich nicht wahnsinnig sein, aber es sind nun mal Kroganer. Ohnehin nicht die hellsten. Wird Jedos Labor schwer bewacht? Wir haben große Geschütze, um Schiffe auf Distanz zu halten. Auf einen verdammten Kommandotrupp sind wir nicht eingerichtet. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Nicht nur verletzen, auch noch beleidigen. Wortwörtlich. Notwendig. Vielleicht auch nicht. Hat sich aber gut angefühlt. Weiter. Unser Warlord ist irgendwo in Jedors Labor. Ich weiß nicht, Gespräche mit Mordin sind immer super, egal ob er den Witz reinbringt oder andere, aber irgendwie machen sie immer Spaß. Einer ist erledigt. So, der war umwerfend. Weiter geht's. Gut, einmal rein in die Anlagen. Es sieht echt schrottig aus. So, den haben wir gleich mal von der Brücke gefegt. Der ist zumindest noch oben geblieben. Ah, vorzeitig. Vorübergehend, meine ich. So, laden wir mal kurz hier unsere Medical-Vorräte auf. Wer hat denn jetzt schon wieder... Ach, da hinten, okay. So, weg mit dir. Und ach, du solltest dich vom Acker machen. Gut. Der Widerstand wäre schon mal gebrochen. Alter, was für eine Matsche die hier veranstaltet haben. Stoßen wir mal ein bisschen vor. Der ist gut durch die Gegend gehauen. Also hier hilft das Werfen zum Beispiel sehr gut weiter, weil die alle auf erhöhten Emporen sind. Und wenn man die davon runterhaut, hat das natürlich extreme Wirkung, ne? Kann ich einen nach dem anderen wegräumen. Das würde einfach nicht so viel Spaß machen, wenn ich einfach nur Soldat wäre. Mit Schießen allein ist es irgendwie nicht so cool. So. Hätten wir die erledigt da oben? Was haben die denn hier für ein Schlachtfeld angerichtet? Das ist Wahnsinn. Vor allen Dingen selbst, wenn die Kroganer alle wahnsinnig sind, die müssen ja von irgendjemandem in die Rüstung gesteckt worden sein. Ich würde auch gern mal einen, nackten Kroganer gesehen. Immerhin haben die ein Eierquartett, das wäre bestimmt lustig anzuschauen. So. Wir haben einen Kroganer gerettet, vielleicht weiß der ja was, obwohl sie ja alle verrückt sein sollen. Vielleicht kriegen wir trotzdem was aus ihm raus. Wir schauen mal. Sind anders, neu. Sie riechen nicht wie diese Welt. 7 Nachtzyklen lang spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie, etwas lässt mich sprechen. Nachtzyklen? 7 Tage? Sie züchten sie offensichtlich in voller Größe und bereit zum Kampf. Wenn sie ausgebildet werden müssen, wäre das keine große Verbesserung gegenüber normalen Söldnern. Gezüchtet, um zu töten. Nein, ich töte, weil mein Blut und meine Knochen mich dazu treiben. Aber deshalb wurde ich nicht aus der Glasmutter gespült. Überleben ist das Wort, das ich in meinem Kopf höre. Den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich erwacht bin. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Sie gehören angeblich zu einer Söldnerarmee. Erinnern Sie sich an Jedor? Ich kenne den Namen. Er macht mich wütend. Und ich muss lachen. Es ist kein Name, den wir singen werden, wenn wir marschieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe es oft gehört. Wie können Sie sprechen, wenn Sie erst eine Woche alt sind? Da war ein kratzendes Geräusch in meinem Kopf. Und daraus wurde die Stimme. Sie hat mir beigebracht, was ich brauchen würde. Gehen, sprechen, schlagen, schießen. Dann sagte die Stimme, dass ich nicht perfekt bin und der Unterricht hörte auf. Und jetzt bin ich hier. Interessant. Aufgezogen und dann zurückgewiesen. Kontrollgruppe? Fehlschlag? Ich weiß es nicht.
aber ich bin nicht perfekt. Okirs Stimme? Hat er zu Ihnen gesprochen, als Sie in Ihrem Tank waren? Ich hörte die Stimme, nicht mit Ohren wie jetzt, im Inneren. Ich nannte sie Vater, das gefiel ihr, aber sie war enttäuscht. Ich bin nicht so, wie sie mich braucht. Ein Zuchtprogramm, um die Effekte der Genophage zu überwinden? Entkommen? Davon war nie die Rede. Überleben, widerstehen, ignorieren. Wodurch haben Sie die Stimme enttäuscht? Ich weiß es nicht. Es wurde entschieden, bevor ich die Tankmutter verließ. Ich war nicht perfekt. Wenn der Söldner recht hatte, ist der Kroganer anfällig für geistige Instabilität. Davon weiß ich nichts. Aber ich bin nicht perfekt. Ich habe Sarens Heilmittel zerstört. Wie kann Okir erwarten, dass diese Kroganer die Genophage ignorieren können, wenn er sie nicht heilt? Unsicher. Vermutlich irrelevant. Okir hatte anscheinend keinen Erfolg. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okir sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Was für eine traurige Existenz das ist, oder? Rohe Gewalt. Zentraler Aspekt der Kroganer. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Sie hätten weglaufen oder sich zu den Labors zurückkämpfen können. Warum sind Sie hier geblieben? Ich warte. Die Stimme hat es gesagt. Wenn Sie kommen, kämpfe ich. Aber ich laufe nicht weg. Und ich folge niemandem. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Echt traurig, ein Leben Kann sich hier kaum bewegen. Wachsam bleiben. Ja, ein Leben, dessen Mittelpunkt in dem Bewusstsein steht, nicht perfekt zu sein. Das ist eigentlich alles, was er weiß. Er hat immer wieder betont und wiederholt. Ich bin nicht perfekt. Alter, ist ja gut. So, muss man mal ein bisschen was entgegenwerfen hier. Das hast du den und du auch. Also es ist echt mies, muss ich sagen, und die Sache ist, gerade die Blue Suns, die behandeln sie nicht, als wären sie wirkliche Wesen, als wären sie wirkliche Lebewesen, aber natürlich sind das auch Lebewesen, und zwar ganz bemitleidenswerte, die halt ein echt trauriges Dasein fristen. Und nur weil sie Klone sind, werden sie nicht mit Mitleid behandelt und werden abgeschlachtet ohne Ende, aber eigentlich sollten gerade die einiges an Mitleid erfahren, weil es echt mies ist, was mit denen veranstaltet wird. So. Haben wir noch jemanden größeren hier? Ah. Da kam gerade der Schuss her und ich konnte irgendwie gerade nicht in Deckung gehen. Ah, das war wieder nix. Einmal Verbrennung bitte. So, damit ist schon mal der Panzer runter. Wow. Das hat aber gerade gesessen. Ich weiß gar nicht, was das war. War das hier von Garrus? Ah, der Betäubungsschuss war das. Okay. Der hat ihn gut umgerissen. So, Mordin, bitte mal wieder. Gut. Jetzt Betäubungsschuss. Es ist ein Traum, dieses Zusammenspiel mit den dreien. Es klappt einfach gut. So, und Mordin auch. Schön. So, den hätten wir schon mal erledigt. Jetzt müssen wir wieder warten, bis es aufgeladen wird. So, einmal die Verbrennung wieder. Es ist ein gutes Arbeiten für euch, Leute. Es ist ein traumhaftes Arbeiten. Betäubungsschuss bereit. So kann man selbst eine Masse an Kroganern sehr gut ausschalten. Und die sind ja nicht ohne. Ich habe ja schon mal erwähnt, Kroganer sind nicht gerade unbedingt meine Lieblingsgegner. Weil die halt doch ziemlich heftige Panzerung meistens haben. Ziemlich heftige, ja doch, Panzerung, genau. Nicht Schilde. Schilde sind ja das Blaue.
Oh, das war die falsche Attacke. Volle Deckung! So. Hol die mir mal gleich so, weil hier drüben der andere ankommt und... Es ist wichtiger, dass ich für den noch aufgeladen bin. Und wir stoßen dich einmal runter. Adieu. Noch einer. Na Mensch, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Oh, Sauerei. Muss mir erstmal eine neue Deckung suchen. So, sehr gut. Das hast du fein gemacht, Body. Das hätte ich dir gerade sowieso befohlen. Aber wenn du das schon von alleine machst, ist das auch sehr schön. So, ich kümmere mich erstmal um den hier. So, der ist weg. Das müsste ihre Panzerung durchdringen. Das ist eine echte Flut hier, Mensch. Das hört ja gar nicht mehr auf. So, jetzt aber, oder? Meine Güte, das ist ja nicht zu fassen. Kannst du hier bitte mal dahinter in Deckung gehen? Nee, ne? Scheinbar nicht. So, und der hier vorne, der sollte mal verbrannt werden. Ah, ich hab die falsche Attacke auf den angewandt. Ich wollte ihn doch werfen und nicht die Waben in die Ohren hauen. Okay, bitte mal den Betäubungsschuss, bevor er mich umrennt. Dankeschön. Ich glaube, du hast ihn nicht betäubt. Das sah nicht wie ein Schuss zum Betäuben aus. Das sah aus, als ob du ihn getötet hättest. Aber gut, was soll's. Ist mir recht. Gut, sammeln wir noch mit ein. Den Kroganer-Ansturm haben wir schon mal überstanden. Das ist schon mal ganz schön. Waren ja doch einige jetzt gerade. Aber man hatte da auch sehr gutes Schussfeld gehabt. Muss man auch dazu sagen, ne? Das hat es doch extrem erleichtert, die fertig zu machen. So, wo haben wir hier? Das gehört zusammen, das gehört zu dem. Ah, fuck, gehört nicht zu dem, Entschuldigung. Ja, dann müssen wir das eben nochmal machen. Macht ja nichts. Haben wir noch einen zweiten Versuch. Der wieder ganz ähnlich wie der erste anfängt, habe ich das Gefühl. Die unterscheiden sich jetzt nicht wirklich. Aber gut, macht nichts. Diesmal kriegen wir es hin. Man kann ja nicht immer versagen. Und weiter geht's. Kroganer auf 6 Uhr! Antworten Sie verdammt! Wo sind Jador und Ihre Leibwächter? Was habt ihr denn da für eine Matsche veranstaltet? Ich hatte mir gerade noch gedacht, die Turianer haben doch eigentlich kein rotes Blut. Also bei Garrus hatten wir ja gesehen, die haben blaues Blut, aber das ist glaube ich auch kein Turianer. Na gut, weiter geht's. War wahrscheinlich ein Mensch, ich weiß es nicht. Hallo? Von hier? Oder... Keine Ahnung, nicht in diesem Raum. Was das wohl ist? Ein Scharfschützengewehr, das wir sehr gern mitnehmen. So, ansonsten gibt's ja nichts. Feinde im Anmarsch. Adieu. So, haben wir noch irgendwo Gegner? Nee, ne? Okay. Können wir ja weitermachen. Ich gehe rein. Oh, schlechte Position. Geh doch mal bitte in Deckung. Dankeschön. Oh, komm schon, ernsthaft. Ah, schön. So, da können wir nämlich mal hier vorstoßen an die Deckung, die ist ein bisschen besser. So, und der sollte vielleicht mal sein Schild verlieren, das wäre gut. Gut. Oh, komm schon. Oh, beide hinüber, was ist denn da passiert? Warte mal, da muss ich mal hier die 3 drücken. Zwei Medigel. Okay, hier ist es wirklich so, dass man ein Medigel pro Wiederbelebtem verschwendet. Also hoffentlich nicht verschwendet, sondern sinnvoll einsetzt. So, hätten wir die erledigt. Das lief ja gerade nicht so gut. Wahrscheinlich haben die eine Rakete um die Ohren gekriegt, die beiden. Ich weiß es nicht genau. Okay, auf jeden Fall hacken wir hier mal, damit wir ein bisschen Kohle kriegen. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Hier unten kommt es doch. So, und so eins haben wir...
Auch irgendwo? Da nicht. Da nicht. Ich sehe es nicht. Hier nicht. Ja, kommt das auch mal irgendwann? Ah, hier. Schön. Gut, haben wir das gehackt. Und nochmal 4000 Credits dazu. Wunderbar. Weiter geht's. Ich wechsle übrigens mal gerade auf die schwere Waffe. Ich will mal wieder mit der ein bisschen ballern. Die hat doch ein bisschen mehr Wirkungsschaden als die andere. So. Die Frage ist, wie hoch müssen wir noch? Boah, du Sack. So. Sauerei hier. So, und du solltest mal... Moment, einen kurzen Moment noch. Ja, ich bleib so lange in Deckung. Du solltest mal ein bisschen überlastet werden. Ah, das ist auch nicht das Richtige. Ah. Jetzt haben die alle hier irgendwelche Schilder. Das ist doch echt blöd. Na komm, Gallus. Sobald er wieder rausguckt, jetzt ist er dran. Schön. Das war nicht das Richtige. Aber es reicht, um den Schild runterzukriegen. Oh, schöner Kopfschuss. Gut, da haben wir die auch schon mal weg. Und wir sammeln mal kurz. Auf jeden Fall brauchen wir wieder ein bisschen Medigel, nachdem wir die beiden hier wiederbeleben mussten. Und können weiter vorstoßen. Oh, falsche Seite. Hier müssen wir natürlich in Deckung gehen. Das wäre gut. So, Garrus steht noch ein bisschen falsch, aber wenn der so schön aus der Deckung rauskommt, dann klappt das natürlich wunderbar, seinen Schild in die Luft zu jagen. So. Okay, du bist des Todes. Hoffe ich. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Garrus, nochmal bitte. Schön. Gut. Ich sag doch, du bist des Todes.